Sei ganz herzlich gegrüßt, mein lieber Widder. Jetzt habe ich für dich dein Jahreshoroskop für das Jahr 2021. Und natürlich habe ich für dich auch meinen Spruch des Jahres. Ja, mein lieber Widder, Saturn, Jupiter und Mondknoten fördern deine Vorhaben auf vielen Ebenen. Der Transformationsauftrag von Pluto ist aber auch weiter aktiv. Mein lieber Widder, meine lieben Widder-Aszendenten, das Jahr 2021 hat für dich so einige sehr wichtige Aufgaben mitgebracht. Grundsätzlich bist du in diesem Jahr endlich befreit von der engen Zange des Hüters und Begrenzers Saturn. Tja, unser strenger Kontrolleur, der bietet dir nun viel Unterstützung an und hilft dir bei allen Maßnahmen, die zum Beispiel wo viel Ausdauer und wo viel Disziplin vonnöten ist. Ja, alle deine Vorhaben, die du da starten möchtest, wenn die in dieser Richtung gehen, hast du viel Unterstützung. Damit kannst du nun in vielen Lebensbereichen auch neue Projekte in Bewegung bringen und diese dann auch auf festen und vor allen Dingen langfristigen Boden stellen. Die Arbeit, die geht nun auch leichter von der Hand, als das in den letzten Jahren so der Fall war. Und es macht auch mehr Spaß, also neue Projekte zu starten. Also wenn Saturn harmonisch zur Sonne aspektiert ist, dann geht es zwar jetzt nicht unbedingt sehr schnell vorwärts, aber es ist kontinuierlich, es ist Schritt für Schritt und es schafft etwas Bleibendes. Man kann also sehr genau den Fortschritt auch ausmachen bei der ganzen Sache. Wichtig ist also, dass man selber richtig gut fokussiert und nicht auf mehreren Hochzeiten tanzt, was natürlich dann wichtig ist, dass du dich gut konzentrierst und eine Zielklarheit mitbringst, damit dann also die Dinge auch wahrhaftig auf die Erde kommen können. Auch die Persönlichkeit, die hat jetzt in dieser Zeit eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil sie in der Vergangenheit schon einiges ist ja nun gelaufen in den letzten Jahren. Da ist ein Reifungsprozess vonstatten gegangen und du kannst jetzt in diesem Jahr die Möglichkeiten ausschöpfen, auch deine Führungsbegabung wieder richtig zum Tragen zu bringen. Also, dass du auch für deine Mitmenschen, einmal für dich selbst und für deine Mitmenschen, dann auch ein wirklich starker Partner sein kannst. Diese Energie bekommen in diesem Jahr alle Geburtstage der ersten Dekade und die Geburtstage vom 1.4. bis zum 6.4. Hier bleibt aber noch zu erwähnen, dass Saturn dann ab dem 27.7. rückläufig wird und dass so einige Aktivitäten dann also nicht so gestartet oder laufen werden, wie man sich das vielleicht wünscht, weil es da immer noch so ein paar Barrikaden gibt. Aber das als erstmal als Hinweis. Sehr hilfreich ist in diesem Jahr unser Glücksplanet für dich unterwegs, der Jupiter. Und wenn er auch manche Kraftanstrengung so und einiges da von dir abverlangt, so hat dann natürlich der Jupiter in der Platzierung, wie er da steht, dann für dich natürlich auch einige Hoffnung und Optimismus parat, so dass halt auch Engpässe, die vielleicht auch mit Saturn immer wieder mal anstehen, dass die gut überstanden werden. Und das ist ja wie so ein göttlicher Schutz, kann man so sagen, dass da dieser dann seine Hand über dir halten wird. Bis zum 5.2. bekommen dann die Geburtstage der ersten Dekade diese Unterstützung. Ab dem 29.1. bis zum 25.3. bekommt die zweite Dekade der Wiedergeborenen diese Unterstützung von Jupiter und vom 11.3. bis zum 11.5. sind dann alle Geburtstage der dritten Dekade davon begünstigt. Dann nochmal ab dem 26.7. ist Jupiter nochmal aktiv in der dritten Dekade bis zum 28.12. Und in dieser Zeit wird natürlich Jupiter auch rückläufig und das sind dann so, da können so einige Fallstricke noch unterwegs sein, wo man dann auch mehr Beachtung dem Ganzen schenken sollte. Du hast natürlich die Möglichkeit, dich mit mir in Kontakt zu bringen, dass du bei dir für dich ein Beratungsgespräch für dieses Jahr einfach bei mir dir holst auf meiner Webseite, wie hier oben schon steht, www.bärbel.de.
www.babbel-roll.de oder du gehst auf das i, wenn du in YouTube unterwegs bist. Dort kannst du also auf meiner Webseite einfach auf den Button Beratung klicken und dann kannst du bei mir ein Beratungsgespräch bekommen, ganz einfach buchen. Ich lege dir natürlich auch ans Herz, dir das Jahrbuch der Wochenhoroskope 2021 zuzulegen. Du siehst das hier auf der Seite. Das kannst du dir auf meiner Webseite auch ganz einfach als E-Book oder als verschiedene Varianten, also Hardcover oder Paperback bei mir bestellen. Ganz einfach auf der Startseite zu finden. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, um mit den Sternen zu planen und auch ins Verhältnis zu setzen, welche Zeiten sind denn für dich dann explizit für deinen Geburtstag wichtig. So, dann habe ich natürlich auch noch interessante Infos, denn du hast noch vorteilhafte Verbindung zu unserem Mondknoten, der gesellschaftlichen Lebensaufgabe und das ist natürlich auch der Begegnungsfaktor. Nun kannst du hier auch sehr wichtige und hilfreiche Menschen kennenlernen. Für die Geburtstage der zweiten Dekade gilt das vom Januar bis Anfang Juli und für die Geburtstage der ersten Dekade dann von Mitte Juli bis Ende Dezember. Die Geburtstage der dritten Dekade ab dem Tag, dem 11.04. erleben dann in diesem Jahr den transformierenden Pluto. Ja, das sind jetzt wesentliche Veränderungsprozesse am Werk. Der Pluto, der läuft ja sehr lange durch ein Zeichen und natürlich aspektiert er dann in bestimmten Zeiten auch zwischen 3 und 5 Jahren immer die gleichen Geburtstage. Das heißt also, für jeden, der in dieser Zeit zu wohnen ist, kann das zwischen 3 und 5 Jahren ablaufen, dieser Transformationsprozess. Und hier geht es dann natürlich darum, also Erneuerungen zuzulassen, alte Dinge loszulassen. Es besteht hier auch die Möglichkeit, wirklich den totalen Neuanfang, den totalen Durchbruch zu neuen Ufern zu schaffen. Und das ist ein Prozess, in dem natürlich Altes abgerissen wird, damit sich auch wirklich etwas ganz Neues entwickeln kann. Da kann ich nur sagen, das kommt sehr, sehr selten im Leben vor. Wenn du da mehr wissen möchtest, bring dich einfach mit mir in Kontakt, ganz einfach auf meiner Webseite. Ja, und jetzt habe ich für dich die Zeiten der Liebe im Jahr 2021. Vom 3.2. schon bis zum 25.2. bekommst du schöne Impulse von der Venus im Wassermann. Du kannst sowohl die Liebe als auch die Freundschaft in all deinen Begegnungen jetzt pflegen. Und wenn du die Möglichkeit hast und gerne vielleicht unterwegs bist und wir die Chance haben, dann nutze die Zeit für auch spontane Erfahrungen. Auch neue visionäre Entwicklungen und Lebensideale können jetzt natürlich ins Haus fliegen für dich. Und lass dich davon einfach auch inspirieren in dieser Zeit. Vom 21.03. bis zum 14.04. kannst du dich dann in Liebesangelegenheiten auch nochmal voll entfalten, denn die Venus steht dann in deinem Zeichen wieder. Und jetzt kann natürlich die Liebe spontan und frei fließen. Sehr spontan. Natürlich, wie es dem Widder immer gebührt. Die Venus bekommt in dieser Zeit auch Unterstützung von Mars und Saturn. Und das sind tolle Aussichten, um auch die Liebe zu festigen und natürlich auch einer neuen Liebe zu begegnen. In der Zeit vom 9.5. bis zum 2.6. wird deine Flirtbereitschaft sehr angeregt, denn die Venus, die steht dann in deinem befreundeten Zeichen Zwillinge. Und da ist natürlich die Liebe auch für deine feurigen Antennen immer sehr fleißig unterwegs und sie macht dich sehr bewegt. Und auch der verbale Ausdruck ist sehr stark ausgerichtet. Lass dich einfach führen. Vom 27.06. bis zum 21.07. bekommst du dann verwöhnende Impulse von der Venus im Löwen. Die steht dann in deinem eigenen Element und du kannst nun deinen großen Auftritt auch genießen. Und vom 16.08. bis zum 11.09. ist dann die Venus in deinem Gegenzeichen Waage. Jetzt bist du natürlich angeregt, dass das Schöngeistige und das charmante Wesen dieser Liebesgöttin ja für dich auch zu kultivieren.
Und das kann natürlich auch eine sehr prickelnde Geschichte sein, weil dieses Zeichen dir genau gegenübersteht. Und auf dem diplomatischen Parkett kannst du jetzt natürlich so einiges an Fähigkeiten entwickeln. Und dann ist es natürlich auch gegeben, dass deine Angebetete oder der Angebetete dir zu Füßen liegen kann. Ja, und vom 16.8. bis zum 11.9. hatte ich schon gesagt, vom 7.10. bis zum 5.11. dann bekommst du viele, viele schöne Impulse von der Venus im Zeichen Schütze. Ja, das erhöht nochmal die begeisterten Liebesgefühle, weil im Schützen ist ja viel Begeisterung und Optimismus unterwegs. Das unterstützt dich natürlich auch nochmal, weil es in deinem eigenen Element ist. So, dann haben wir die Zeiten der Kraft für dich mit Mars. So, der Mars, der steht für dich vorteilhaft vom 4. März bis zum 23.04. Dort wandert er in den Zwillingen und er unterstützt natürlich hier alle geschäftlichen Angelegenheiten und du kannst auch deinen scharfen Verstand einsetzen und hier unterstützt das auch gleichzeitig die Venus, da sie ja auch vorteilhaft dort aspektiert ist, wie ich das vorhin gerade schon gesagt habe. Das sind sehr, sehr gute Erfolgsaussichten. In der Zeit vom 12.06. bis zum 30.07. verhilft dir dann der Energieplanet im Löwen dazu, dich als die Führungspersönlichkeit zu positionieren, die dir auch zusteht. Auch geistige Impulse geben dir hier natürlich neue Möglichkeiten, auch größere Dimensionen zu erleben und auch in diese einzutauchen. Dann haben wir nochmal Kraft und Energie für dich vom 14.09. bis zum 31.10. Und wenn der Mars dann in der Waage ist, er steht dann natürlich dir gegenüber und er verlangt auch von dir wieder diplomatisches Geschick, damit deine vorherigen Temperamente da auch gut unter Kontrolle gehalten werden können. Da musst du dann ein bisschen aufpassen, aber Saturn und Jupiter unterstützen dich dabei. Und ab dem 13.12. dann bis zum 31.12. wandert dann der Mars in den Schützen. Und da kannst du natürlich nochmal über das Jahr hinaus nochmal mit Energie in Hochform auflaufen. Denn diese Kraft, die unterstützt alles, was du mit Begeisterung in Bewegung bringen möchtest. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss für dein Jahreshoroskop, mein lieber Widder. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für das kommende Jahr. Überhaupt für das Jahr 2021. Möge es all das bringen für dich, was du dir vorgenommen hast. Unterstützung ist auf jeden Fall da. Ja, und dann möchte ich jetzt natürlich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, du hast die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, wenn du ein Beratungsgespräch möchtest, wenn du ein schriftliches Jahreshoroskop möchtest, geh einfach auf meine Webseite. Ich habe dort den Menüpunkt Beratung, dort kannst du buchen. Du kannst mich auch per E-Mail erreichen, wenn du ein schriftliches Horoskop haben möchtest. Und dann natürlich das Jahrbuch der Wochenhoroskope 2021. Das ist hier auf der Seite zu sehen. Da kannst du natürlich dann mit den Sternen planen für das ganze Jahr. Als E-Book, als Hardcover, als Paperback zu haben auf meiner Startseite auf der Webseite www.babel-roll.de. Und wenn dir nun das Video gefallen hat, dann lass ganz einfach auch einen Daumen hoch da und abonniere einfach meinen Kanal, wenn du es auf YouTube gesehen hast. Ich bin auch auf den sozialen Netzwerken überall zu finden und komme ganz einfach auch in meine Community, wo du dann alle Informationen direkt und also immer sofort erhältst, sobald sie rauskommen. So, jetzt verabschiede ich mich von dir und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ganz herzliche Grüße von mir, Babel Roy, deiner Astrologin. Tschüss, mach's gut.